Schönen guten Tag. Ich habe heute wieder einen Lichtblick für Sie, diesmal ein bisschen ungewöhnlichen Lichtblick, wo wir also etwas tiefer mal so in die Medizin einsteigen. In der Regel gibt es ja da wenig Neues, was es so an Behandlungsoptionen für Menschen mit Demenz gibt, aber diese kleine Nachricht fand ich doch ganz spannend. Und zwar handelt es sich um eine nur im Krankenhaus anwendbare Therapie für Demenzkranke, wo man Elektrokrampftherapie zusammen mit Esketamin durchführt. Esketamin ist ein Medikament, ein Narkosemittel, das man benutzt und das den Vorteil hat, dass es die Atmung nicht ausschaltet. Und bei behandlungsresistenter Depression wird das oft angewandt. Und hat den Vorteil, dass es sehr schnell wirkt. Also schon nach 2, 3 Tagen hat man eine deutliche Wirkung im großen Unterschied zu den üblichen Antidepressiva. Das wirkt über die Blockade der Glutamatrezeptoren. Das bedeutet, Glutamat, ein eher erregender Neurotransmitter, bleibt länger im synaptischen Spalt erhalten und wirkt sich positiv auf den Hippocampus und den präfrontalen Kortex, also auf das Gedächtnis, auf die Urteilsfähigkeit und letztlich auch auf die Kontrolle aus. Also Emotionsregulierung gelingt dann etwas besser. Der Nachteil von Esketamin ist, ja, es kann mit Ohnmacht einhergehen, mit Schwindel, mit Schmerzempfinden. Wenn man das außerhalb einer klinischen Anwendung nimmt, dann kann es auch zur Abhängigkeit führen. Also es kann wie eine Droge abhängig machen. Und ein weiterer Nachteil ist eben, also bislang musste das immer im Krankenhaus vom Arzt gespritzt werden. Inzwischen gibt es eben auch Anwendungen als Nasenspray, aber auch dann muss das in der Arztpraxis durchgeführt werden. ECT, also Elektrokrampftherapie, ist ebenfalls bei behandlungsresistenter Depression ein bewährtes Verfahren. Und ist oft gerade dann angebracht, wenn zumindest 2 Versuche mit einem klassischen Antidepressivum nicht funktioniert haben. Nun, im vorgestellten Fall handelt es sich um eine Patientin aus den USA, die an einer sehr schweren Depression und auch an einer schweren gemischten Demenz litt und in einen stuporösen Verfassung gefallen war, also wo sie fast kaum noch mehr in irgendeiner Weise auf Kontakt und Umgebung reagierte. Und die hat dann unter dem Narkosemittel Esketamin 16 Elektrokrampftherapien erfahren und immerhin konnte eine Verbesserung von Minimental 13 von 30 auf 21 von 30 erfolgen. Also eine deutliche Verbesserung der kognitiven Gesamtsituation. Und sie war nach der Behandlung freundlicher, kooperativer, konnte auch wieder alleine speisen, konnte alleine wieder mit ihrer Ausscheidung zurechtkommen. Also eine sehr markante Verbesserung dieses Zustandes. Und da Depression und Demenz ja sehr häufig miteinander einhergehen, ist das eine spannende Option. Deutsche Erfahrungen von einer derartigen Behandlungskombination sind mir nicht bekannt. Offen bleibt, was denn nun wirklich wirksam war. Also waren es eher die Elektrokrampftherapie oder war es eher das Esketamin? In jedem Fall erstaunlich ist eben eine sehr, sehr deutliche Verbesserung der kognitiven Situation, wobei natürlich auch die Depression stark zu kognitiven Einbrüchen beitragen kann. Sodass die Frage ist, handelt es sich hier vielleicht um eine so scheindemenzielle Patientin, hat die vielleicht eher vermehrt eine Depression gehabt? Sind diese Effekte im Wesentlichen auf eine antidepressive Behandlung zurückzuführen? Wie auch immer, Sie finden den Artikel bzw. eine kurze Zusammenfassung und die Quelle, die finden Sie wie immer auf unserer Website, sodass Sie bei Bedarf das nochmal nachlesen können. Ja, das war's für heute. Vielen Dank.